Warum sollte ich Azubis einstellen? Gute Frage. Zukunftssicherung, Nächstenliebe, günstige Arbeitskräfte. Nee. Ich kaufe den nicht. Mir fallen aus dem Stand ein paar Gründe ein. Erster Grund. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich den jungen Leuten, den ich einstelle, dass ich den unterstützen will, dass ich dem eine Zukunft geben will, dass ich dem eine Ausbildung geben will. Zweiter Grund. Ich will mir meinen eigenen Nachwuchs aufbauen. Ich bilde aus. Ich habe 8 bis 10 Jahre lang Fachinformatiker Systemintegration ausgebildet. Die haben wir alle übernommen, die die wollten. Das heißt, wir haben uns unseren eigenen Nachwuchs ausgebildet. Der dritte Grund wird gerne mal kolportiert, den kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, nämlich... Die Azubis sind billige Arbeitskräfte, die Schweine. Nee, ein Azubi ist keine billige Arbeitskraft. Ein Azubi bekommt deutlich weniger Geld als ein Geselle. Genau, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ein Azubi ist deutlich weniger performant als ein Geselle. Was für eine Überraschung. Und ein Azubi macht deutlich weniger Kram, der produktiv ist. Du rechnest mal die Berufsschulzeit daraus. Du rechnest mal all diese Zeit daraus, die du dich hinsetzen kannst, darfst und aus meiner Sicht sollst, um diese ganzen albernen Prüfungen vorzubereiten, dass du die bestehst. Ein Azubi wird nicht eingestellt, weil er eine günstige, billige Arbeitskraft wird oder ist zumindest nicht bei mir im IT-Bereich. Kann das im Handwerk passieren? Ja. Willst du da ein Auge drauf haben? Ja. Willst du das zulassen? Naja, zumindest die ersten 2 Jahre bestimmt. Das erste Jahr kommst du an, im zweiten Jahr versucht man, dass du ein bisschen Geld verdienst. Und dann im dritten Jahr darfst du dich auf die Prüfung vorbereiten, sodass die Prüfung klappt. Und wenn du sagst, im dritten Jahr merkst du gar nichts davon, dass du ausgebildet wirst und du hast die Angst, dass du die Prüfung versaust, dann hol dir externe Hilfe.